Jo, jetzt wird natürlich erstmal mein Open Broadcaster eingeblendet, ey. So. Was ich jetzt eigentlich auch noch ändern müsste, müsste ich aber gleich im Chat machen. Ich habe vergessen, den Nightbot zu joinen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal auf Desktop. So eine Scheiße. Fängt alles wieder gut an. Chrome. Mubot müsste drin sein. Nightbot Home müsste drin sein. So. Login. Error. Webseite offline. Wollen die mich verarschen? Retrieve for live version, this page, Verb is currently offline. Ja, da muss ich auf meinen Twitch-Kanal, da muss ich da halt jedes Mal ändern. Ist zwar ätzend, aber geht halt nicht anders. Jetzt schön live, da muss ich hier oben klicken, nicht rum, jetzt spielt H1Z1. Minecraft Attack of the B-Team. So, müsste angezeigt werden. Jetzt im Handel. Wo haben wir die Villa hingestellt? Du weißt, wo der Hafen ist. Ja, okay. Ich weiß. Gut. Falsche Ecke gesucht. So. Jetzt müsste es funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Jetzt gleich sehe ich das erst, wenn ich meinen Namen gesucht habe. Wieder das typische Einstellen, dass nie was auf Anhieb funktioniert, ist ja ganz klar, kennt man ja mittlerweile von mir. So, Rom jetzt schön suchen, People suchen. Und da ist er auch schon live. Natürlich erstmal Werbung, keine Frage. Zwölf Sekunden. Oh, lang muss ich leider noch hin und her latschen. Auf jeden Fall diesmal keine normale Aufnahme, sondern man sieht mal ein Livestream. Vielleicht erreichen wir so ein... Das Pornohaus mit den roten Scheiben. Yeah, komm, das ist voll geil. Ja, cool, es funktioniert. Es funktioniert. Was aber nicht funktioniert, der Chat, den müsste ich noch ein bisschen verschieben, weil die Map halt... Okay. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich, Leute. So, Szene bearbeiten. Den Chat schieben wir hier rüber. Was willst du denn in dem Haus drin haben? Das ist eigentlich ganz egal, bin ich ehrlich. So, jetzt dürfte es funktionieren. Jetzt müsste alles da sein. Der Chat ist ganz so anders gesetzt wie sonst immer. Das könnte man auch alles lesen, weil ich keine Bilder und so weiter da im Weg habe. Aber somit erstmal herzlich willkommen. Keine Ahnung, ob schon Leute da sind. Das sehe ich ja leider nicht hier. In meiner tollen App. Ja, auf jeden Fall kommen sie rein, können sie rausgucken. Guten Tag. Habe ich dir erzählt von dem Streamer, ne? Der, wo ich jetzt ein paar Tage zugeguckt habe. Weißt du, was der Minecraft gebaut hat? Was? Im normalen Minecraft hat er sich einen Briefkasten gebaut mit Trichterkonstruktionen, hast du nicht gesehen, sodass man irgendwo am Arsch der Welt was reinschmeißt. Das wird ganz lockerlicher hier ins Haus transportiert. Hier hat er dann eine zweite Kiste, eine Redstone-Kiste, wo er Zugriff drauf hat. Und ja, kann dann die Sachen abholen. Total geil gemacht. Ist zwar voll aufwendig, aber es funktioniert. So, boah, jetzt müssen wir uns erstmal wieder einfinden. Attack of the B-Team ist jetzt auch ein bisschen was her, ne? Ja. Haben sie jetzt immer Hexe gespielt. So, auf jeden Fall. Boah, wir haben nur noch drei Türen. Ich muss so ein paar Audi Türen machen. Ja, wir haben massig an Holz da. So, ich habe... Ja, 64 Stühle ist ein bisschen viel, wa? Ja, würde ich sagen. Das ist ein bisschen viel.
64 Stühle, so viel brauchen wir nicht. Wie viel brauchen wir an Stühle? Maximal. Pff. Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall brauchen wir Kisten da drüben. Da würde ich dir direkt vorschlagen, nimm irgendwelche große Kisten. Lampen, wie du siehst, kannst du ja gerne mal hinten in die Kiste gucken, in die vorletzte. Da habe ich richtig viel Glowstone gesammelt. Darunter habe ich schon einiges an Lampen. Ne, das sind die, die wir noch hatten. Die Lampen habe ich rüber ans Schwimmbad transportiert. Was wollte ich jetzt machen? Ja, genau, ich wollte Holz einpacken. Weil ich nicht weiß, wie viel. Wir brauchen nämlich einfach mal ein bisschen was von irgendwelchen Sorten mit. Egal, ob wir da noch haben oder nicht. Zaun nehme ich mal mit. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, wir sind beim letzten Mal. Ja, das ist jetzt das Problem. Also die Aufnahmen werde ich später erst raushauen. Ich hatte letzte Nacht ja noch drei oder vier Aufnahmen gemacht, wo ich ein bisschen was über verschiedene Sachen gesprochen habe, die mich zurzeit ankotzen. Das ist dieses Versetzen, wenn man Termine abspricht zum Aufnehmen, wo ich gesagt habe, Leute fragen immer wieder, können wir zusammen aufnehmen? Dann erklärst du dich dazu bereit und dann wartest und wartest und keiner taucht auf. Dann irgendwie 2 Tage später kommen die Leute auf einmal an und tun so, als wäre nichts passiert. Und dann heißt es auf einmal, jetzt kommen, aufnehmen. Wo ich dann denke, nee, geht nicht. Das habe ich hier eine Aufnahme gehalten. Das heißt, diese Aufnahmen werde ich danach dran klatschen. Beziehungsweise, ja, es ist ja auf der einen Seite ein Livestream, auf der anderen Seite eine Aufnahme für YouTube. Die Leute, die mich hier schon länger verfolgen, die kennen das ganze Spielchen ja. So, und jetzt werden wir hier erstmal schön viele Türen reinklatschen. Mache ich die von außen, von innen kommen, mache ich die so. Sieht, glaube ich, besser aus. So, dann haben wir hier Türen. Da müssen wir eben nur noch eine Druckerplatte später dran klatschen. Dann dürfte es soweit okay sein. Jetzt ist die Frage, den Innenraum, lassen wir den so oder teilen wir das auch in verschiedene Räumlichkeiten auf? Was würdest du Also sagen? ich würde ihn so groß lassen. Okay. Ich mache dort eine sehr große, große Hier ist nämlich hier unten direkt neben der Treppe. Das würde sogar richtig geil passen für Crafting-Arbeiten und so weiter. Müssten wir halt nur gucken, ob wir unten den großen Also ich Raum. brauche auf jeden Fall eine Küche und ein Bad. Ja, pass auf, Das muss getrennt sein. wir können auf jeden Fall hier unten, hier können die Crafting-Apparate hin, direkt neben der Treppe. Und Ja. hinten an, neben den Fenstern, ja, nein, das kannst du dir gleich angucken, wenn du da bist. Haben wir voll viel Platz für viele Kisten. Das heißt, wenn wir irgendwann hier rüberziehen sollten, könnte das Ganze passen. Dann hätten nämlich rechts und links die kleinen Räume, die ich gemacht habe, könnten wir für Bad und Küche benutzen, weißt du? Nach unten können wir auch irgendwann noch bauen. Also, wenn es an Platz zu wenig ist, können wir ja immer noch gucken. So, aber. So, das heißt, ich bräuchte hier diese Türen erstmal nicht mehr. Druckerplatten, habe ich gesagt, brauchen wir. Und zwar für hier draußen. Die muss ich hier hinten hinsetzen, ist ja blöd. Der Teppich wird gerade verramscht. Ein guter Teppich. Egal. So, ich So. bin da. Aber erst muss ich mal hier vor der Tür halten. Wow, ich stürze. Busch. Okay. Kommen Sie rein, können Sie rauskommen. Ich muss erst mal hier. Ich habe erst mal Außengarnitur eingerichtet. So. So, und zwar, guck mal hier. Hier hinten durch unter die Treppe. Hier die Ecke würde ich gern für diese Crafting-Sachen halt machen. Also sprich, den Elektroofen, die Schreddermaschinen und. Dann hättest du hier hinten an den Fenstern. Bist du noch hier? Ja. Ich sehe dich gar nicht. Könnten wir hier hinten an den Fenstern, könnten wir überall die Truhen hinmachen. Wäre doch gar nicht so verkehrt, oder? Dann wäre der große Raum auf jeden Fall schon mal gut in Beschlag genommen. Und dann hättest du hier rechts und links für. Ja, soll ich die überhaupt einrichten? Was? Weil das stört uns doch eigentlich dann, wenn ich die Räume einrichte. Wieso? Hier hinten stört uns das ja nicht. Wir sind ja größtenteils mit Craften hier hinten beschäftigt. Und dann können wir doch hier die Räumlichkeiten einrichten. Das haben wir ja im eigentlichen Haus auch soweit gemacht. Wir haben ja auch ein Bett und so weiter stehen in der kleinen Ecke. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe keine Betten mitgenommen. Ja, aber das hätten wir auf jeden Fall in, ja. Wäre schon gar nicht so Ja, verkehrt. wollen So. wir hier die Räume nochmal teilen oder lassen wir das so? Also ich würde sagen, hier unten den großen Raum, den können wir so lassen.
Und hier Ja, oben den den Druck ist Raum. mir klar, den würde ich auch nicht teilen wollen. Hier oben den Raum können wir uns überlegen, ob wir den teilen. Vielleicht Ich in meinte die zwei kleinen. Ach so, ja, kannst du dir gerne überlegen. Machst du irgendwo so eine kleine Scheißhausecke rein? Ist doch scheißegal. Haben wir jetzt alle Materialien wieder rüber geschafft oder haben wir hier irgendwo noch Kisten stehen gehabt? Nee, wir haben hier nichts mehr. Das ist ja das Problem. Ich Ach glaube, da so. musst du nochmal Material holen. Gut, dann gucke ich mal, ob wir überhaupt noch Materialien haben, weil wir haben ja gut was verballert. Dann fliege ich schon mal schnell rüber. Dann bringe ich auf jeden Ich würde Fall. sagen, ich baue mir jetzt einfach hier raus. Ja, mach Kannst du das. hier noch ein Stück ab? Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Steine rüberholen. Ne? Also sprich diese schwarzen Basalt und die Marbelsteine. So, dann werde ich noch rüberbringen Truhen. Und dann werde ich mal gucken, was ich noch an Apparaturen da habe. Also inwieweit ich das überhaupt umsetzen kann, was das Ganze angeht. Ja. Laber. Was wollte ich jetzt machen? Genau, diese schwarzen Steine. Oder haben wir die noch hier oben? Oh, da war schon einer fleißig. Ich habe gestern Abend noch in der Aufnahme gesagt, so von wegen, oh, wird Finale sich freuen, dass die Kiste voll ist. Wir schon lange nicht mehr drauf gespielt haben, weißt Ich bin lustig, ne? Könntest du bitte unten aus dem Keller ganz hinten, wo die Farbstoffe in der Nebenkiste. Da müsste irgendwo die Möbelzeugs drin sein. Irgendwo unten. Da bringst du mir bitte so hier Wahlkabinett mit. Also diese Türen bloß, die ich an Zolls dran mache, weißt Boah, Enderman verschwinde. Wir haben Besuch. Vom Enderman oder was? Ja, ich höre schon. Boah, hast du eine extra Kiste für diesen schwarzen Basalt irgendwo? Oder hatten wir da einfach keine mehr? Basalt. Doch, hab ich eine extra Kiste vorne. Wenn du gleich die Treppe runterkommst, rechts um die Ecke rum. Da hast du an der geraden Wand, also nee, an der Ecke, glaube ich, die zweite oder dritte Kiste von unten. Zweite Kiste von unten. Basalt und Moosstein. Ja, auf jeden Fall Quarzsäulen. Ey, da könnten wir auch noch ein bisschen Gimmick mit reinbauen. Quarzsäulen. Nee, hier haben wir nur Kies. Limestone, Cobblestone. Gott, ich muss Basalt. Nee, wobei. Doch, wir brauchen Basalt. Wir haben unten eine Bordüre. Ich bringe auf Da jeden hast du Fall. Basalt noch nie gefunden. Nein, haben wir nicht da wahrscheinlich. Doch, dann müssen wir da haben. Ja, auf jeden Fall, dann bin ich einfach zu blöd und sehe das nicht. So, Möbel. Was brauchst du an Möbel? Brauch bloß diese komischen Türen da. Diese Wall Cabinet. Das sind weiße Türchen. Sieht aus wie ein weißer kleiner Schrank. Ah, okay. Wie viele brauchst du davon? Soll ich alle mitbringen? Sind 30 Stück. Bisschen viel, aber ja, bringen. Ja, ich kann noch 15 mitbringen. Wie sieht's aus? Duschkabine? Habe ich. Okay, Badezimmer hast du auch schon alles, Toilette und so weiter. Ja. Wie sieht's aus? Den Kühlschrank. Hast du einen Kühlschrank Habe da? ich. Hast du einen Ofen da? Also hier diesen Ja. Küchenofen. Dunstabzugshaube. Mit Anzug, sauber, ja. Mikrozeug, Fernseher. das habe ich alles mit. Ja. Okay, also brauchst du auch kein Radio und so weiter. Also kann ich das alles hier lassen. Gut, dann müsste ich aber trotzdem irgendwo mal. Sachen vom Mond, Sachen vom Mars. Kann nicht sein, dass wir keinen Basalt mehr haben. Wir haben echt alles verballert. Ohne Scheiß. Matsch, Erde. Auch noch Erde. Gras, Sandstein, was weiß ich. Ne, wir haben keinen mehr. Moin, Nico. Oh, ich höre gerade unsere Waschmaschinen-Nudeln. Ne, wir haben kein Basalt mehr. Ohne Scheiß, unser Basalt ist weg. Oh je. Was mir gerade auffällt, mein PC ruckelt total nach. Seit den ganzen Problemen, ey, da regt mich das nur noch auf hier. Gott, du hast.
Boah, wie viel von deinen Werkzeugen hast du schon, ey? Fast eine ganze Kiste voll. Was denn? Ja, da kann ich doch nicht dafür mit meinem Zauberrucksack. Zauberrucksack, ich verstehe. Versenkter Ziegel haben wir noch da, aber den brauche ich nicht. Oh, lecko mio, wir haben echt kein Basalt mehr. Ist das eine Scheiße hier? Hier in der Kiste auch nicht. Wie sieht es da vorne mit den Kisten aus? Haben wir nur Wassereimer. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Apparaturen. Was brauche ich nochmal alles? Ich brauche einen magmatischen Dynamo. Nehmen wir mal ein paar mit. Fortgeschrittenes Solarmodul. Solarmodul brauchen wir nicht, wenn wir das alles haben. Eine Batterybox nehmen wir ein paar mit. Kannst du mir dunkle Holzbretter mitbringen? Kann ich machen gleich. Ich habe bloß Birke hier, das ist kacke. Wie hieß das? Redstone-Ofen hieß der, ne? Ja. Nico, falls du dich wunderst, warum keine Befehle gehen sollten im Chat, der Nightboard wird wohl gedidost und da hat man momentan keinen Zugriff drauf. Ich habe mich eben auch erstmal schön auf meine Seite loggen müssen, um überhaupt Einstellungen machen zu können. Wir haben keinen Redstone-Ofen, das ist natürlich scheiße. Das brauchst du jetzt einen Redstone-Ofen. Ja, wenn ich da drüben alle Apparaturen haben will wie hier, dann brauchen wir Redstone-Ofen. Dann brauchen wir den Schredder. Kohlegenerator, elektrischer Ofen, naja. Ja, momentan ist irgendwie überall der Wurm drin. Also sprich, nicht nur mein PC macht Mucken, sondern auch... der gute Nightboard, Twitch ist die Tage mal down gewesen, weil irgendjemand meinte, müsste sich der Just for Fun alles runterklatschen. Was ist mit dir los? Ich hab gerade einen Stuhl an die Wand gehangen. Okay. Ich wollte eigentlich ein Bild aufhängen. So, Energieleitungen brauchen wir. Bin ich einfach nur blöd? Energiekabel brauche ich nicht. Fluiduct, da sind sie doch. Brauche ich 5 Stück. Lavafabrik brauche ich. Ganz klare Sache. Scheiße, Mann. Wir haben echt kein Dingensofen. Egal, den muss ich später machen. Jetzt muss ich mir das ganze Gedöns im Keller nochmal anschauen. Das habe ich ja alles hinter der Wand verbarrikadiert, die ganzen Leitungen. Da muss ich mal gucken, wie ich das da am besten mache. Aber da eine kleine Nische, vielleicht kann ich auch da ein bisschen tricksen. Okay, so ist ja kein Problem. Dürfte alles soweit kein Problem sein. Okay, also die Energieleitung kann ich soweit schon mal legen. Ja, da muss ich gleich nochmal Basalt farmen gehen. Also ich kann jetzt erstmal nur weißen Stein und so weiter mitbringen. Weil Basalt irgendwie, wir haben nichts da. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal schon gedruckst irgendwie, dass ich da runter musste. Um ein bisschen zu farmen. Was ist denn da oben? Ah, mein TIE Fighter! Gerade aus dem Augenblick genug gesehen, dass irgendwas im Himmel ist. Es der TIE Fighter. Total vergessen, dass ich den ja noch da oben hatte. So, coole Villa, willkommen. Lass mal rocken. Wie groß ist die Nische? Eine Zweier-Nische. Soll ich da vielleicht noch eine dritte draus machen? So eine Dreier. Wo denn? Was denn? Ja, ich bin hier gerade mit den Energieleitungen am Überlegen, wie ich das am blödsten mache. Hast du ein bisschen Marble und Zeug mitgebracht? Wo bist du denn? Ja, ich bin hier hinten im Raum. Ich fliege hier im großen Raum rum. Pass auf, ich kann... Hast du Kisten dabei? Normale Kisten? Aber selbstverständlich. Stell das mal bitte hier unter die Treppe. Gut, so, dann habe ich hier ein paar Sachen mitgebracht. Jo, die brauchen ich habe das dunkle Holz, habe ich vergessen. Egal, ich muss ja gleich nochmal zurück, dann kann ich da ein bisschen... Nicht so schlimm. Wie gesagt, jetzt haue ich da das ganze Zeug erstmal rein. Was denn? Quecksilber? Ja, da kann man ein bisschen Verschnörkelung hier reinbringen. Irgendwie so schöne, geile, verzierte Säulen oder so.
Hast du zufällig? Ah, ja, ich selber einen einstecken. Super. Ja, wie gesagt, hier werde ich jetzt ein bisschen rumtricksen. Ich muss hier eine Dreiernische machen, definitiv, damit ich hier das alles verstecken kann. So, das heißt, hier müssen wir noch nach vorne. Ja, und da unten muss ich nachher noch schön Basalt ist farmen bloß gehen. doof, weil Ich bin doof. Darf ich